Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zur Review eines neuen Schiffes. Und wie ihr schon hier rechts oben sehen könnt, ist es die Constellation. Die Constellation ist ein Schlachtkreuzer der Lexington-Klasse. Und obwohl nie gebaut, wobei nie fertiggestellt, ist es tatsächlich einmal ein Schiff, das eigentlich geplant gewesen wäre zum Bau und auch schon damit begonnen worden ist. Nicht umsonst haben wir die Lexington im Spiel, die Lexington-Klasse, dann mit der Lexington und der Saratoga, wenn es mich nicht täuscht, zwei Flugzeugträger. Und ja, daher kommen quasi diese zwei Flugzeugträger. Diese Constellation, ehemals geplant als Schlachtkreuzer mit 356 mm, ich glaube 2x3 und 2x2 Turmanordnung, war geplant als schneller Schlachtkreuzer. Also er sollte schlussendlich über 33 Knoten schnell sein oder... Ich glaube über 33, wenn es mich nicht ganz täuscht. Und wurde dann aber von 1917 auf 1919 umgeplant, nämlich anstelle der 356 mm auf 406 mm. Schlussendlich ist es aber nie zum Bau gekommen, weil er mit einer Tonnage von über 43.000 Tonnen die nicht mehr den Anforderungen des Washingtoner Flottenabkommens entsprach. Allerdings durfte man die zwei auf Kiel gelegten Schiffe, also die Rümpfe, umbauen zu Flugzeugträgern. Und das ist dann eben passiert. Der Rest ist Geschichte. Nun gibt uns Wargaming, da sage ich jetzt dieses Mal tatsächlich, die Möglichkeit, ein Schiff zu spielen, das es so eigentlich gar nicht gab. Und das ist einmal davon abgesehen, dass es ein Projektschiff war, aber an dem schon gearbeitet worden ist, ein etwas Außergewöhnlicheres, als wenn wir nur, wie gesagt, die Fantasie von ein paar Ingenieuren, die niemals geplant waren, dass sie überhaupt gebaut werden, fahren können. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Kommen wir nun zu den Stats. Zuerst die Panzerung. Wie gesagt, Schlachtkreuzer typisch haben wir hier nicht die 32 mm wie bei Schlachtschiffen, sondern die 27 mm am Bug und am Heck. Allerdings ansonsten ist das Ding relativ unauffällig. Wir haben 57 mm Panzerung der Kasematte und Deckspanzerung. Das ist natürlich super gegen HE-Beschuss. Angenehm allerdings haben wir die Aufbautenpanzerung mit 19 mm, welche natürlich vorzugsweise abgefrühstückt wird. Und dann hier die 27 mm auch von 130ern. Mit IFAE abgefrühstückt werden kann. Allerdings haben wir auch ansonsten keine Besonderheiten, was die Form der Zitadelle oder der Kasematte, bis auf diese Aussparung hier auf der Seite, betrifft. Aber die Zitadelle ist sehr, sehr tief. Das könnt ihr euch so vorstellen wie bei der Alaska. Das Luder ist auch sehr, sehr schwierig zu zitadellieren, vor allem im Nahkampf. Eine Besonderheit hier für dieses Schiff. Überlebensfähigkeit mit 63.000 Trefferpunkten. Ich will nicht schon wieder an das andere Schlachtschiff, das es nicht erreicht, minus 10.000 fast aufführen. Das ist eine traurige Geschichte, die man nicht fortführen möchte. 63.000 ist genug, ist tatsächlich mehr als ausreichend. 20% Torpedoschutz, theoretisch auch. Die Artillerie, wir haben angekündigte 406 mm mit 4x2. Wir haben ein Sigma von 1.9. Wir haben hier nicht standardmäßig die 20,2, sondern 17,42 müssen es sein. Hier erreichen wir die 20,02 oder die 20,2 mit dem Reichweitenmodul. Ob ihr das einbaut oder nicht, das ist euch überlassen. Hab's mal drin, wir können uns das dann genauer ansehen. Der Reload ist leider nicht verbesserbar mit einer Ladezeit von 30 Sekunden. Wir haben eine maximale Streuung hier von 218 Metern in der horizontalen. Wir haben 12.400 AP-Alpha, 5.700 High-Alpha bei 36% Brandwahrscheinlichkeit. Wir haben wieder typisch amerikanisch eine langsamere AP-Mündungsgeschwindigkeit von 768 Meter pro Sekunde. Und wir vermeiden natürlich wie immer, Hai zu schießen. Gibt es noch etwas Wichtiges zu sagen? Ja, wir haben auch Sekundärbewaffnung, aber die 127 mm, die hat halt eine schlechte Pen. Die üblichen 792 Meter pro Sekunde sind quasi Geschütze eines x-beliebigen, meist x-beliebigen amerikanischen DDs. 127er mit 1800 Sprengkräften Höchstschaden hier und 5% Brandwahrscheinlichkeit. Wir haben keine gute Genauigkeit, ich glaube 407 Meter Streuung auf den ursprünglichen 6,6. Da sind wir bei 6,9, weil ja, Modul halt auch hier die Reichweite bufft. Torpedos. Wir haben hier tatsächlich Torpedos, das ist auch historisch. Wir haben 21 Zoll Torpedos hier drauf, 2x3
täuscht ein bisschen darüber hinweg. Also die Werfer sind speziell, aber die Torpedos sind die ganz normalen MK15 Mod 3, die auch die Benson hat als zweite Einbaumöglichkeit mit 9,2 km Reichweite und eben 1,1 km Torpedoerkennbarkeit. Die 55 Knoten sind schon recht langsam, aber es ist besser haben als brauchen und die Abwurfwinkel sind gnadenlos gut. Muss man einfach sagen. Die Flugabwehr. Die Flugabwehr ist äußerst dezent. Wir haben 8. Also dezent geil, nicht dezent wie man bemerkt sie nicht. Wir haben 8 mal 1540 Explosionen. Das ist schon geil. Die schiere Anzahl ist schon geil. Ist schon geil. Trefferwahrscheinlichkeit 75%, die ist schon geil. Schauen wir uns die kontinuierlichen Schaden an, der ist dafür nicht so geil. Nur die Kurzstrecke mit 403 ist richtig geil. Mittelstrecke mit 312 ist brauchbar, hat erst ab 3,5 Kilometern. Und die Langstrecke mit 172, ja, auf 5,8. Wie gesagt, dieses Schiff ist böse, was die Anti-Air betrifft. Ich glaube, da wird jeder Flugzeugträger viel Spaß dabei haben. Aber wir werden viel Spaß dabei haben, wenn wir in Ruhe gelassen werden. Wir haben hier Initiative 33,25 Knoten. Ist historisch. Ich glaube, das ist der Stock 33,25. Mit Flagge 34,9. Wir haben einen Wendekreis von 830 Metern und eine Ruderschwellzeit von 15,3. Der Wendekreisradius wirkt hier tatsächlich sehr groß, aber im Spiel ist er, ich weiß nicht warum, fantastisch. Das Ding steuert sich echt angenehm. Erkennbarkeit zu Wasser 12,2, Inskillung natürlich sonst 15,09. Dann schauen wir uns einmal hier kurz den Kapitän noch an. Das ist meine Skillung, wie ich das Schiff gefahren bin, als Schlachtkreuzer quasi mit Schlachtschiff-Skillung. Weil es halt praktikabler, wenn wir diesen Schlachtkreuzer mal im Schlachtschiffbaum haben. Im Gegensatz, dass wir einen Schlachtkreuzer im Kreuzerbaum haben. Hier können wir komplett auf brauchbare Grundlagen der Überlebensfähigkeit etc. gehen. Denn wir haben natürlich 60 Sekunden Fire und 40 Sekunden Flooding. Also können wir somit reduzieren. Ist wie gesagt für dieses Mal meine Kapitänskühlung für das nachfolgende Gefecht. Somit kommen wir zu den möglichen Modulen und Verbrauchsmaterialien. Wir haben einmal die Möglichkeit, einen Jäger einzubauen oder ein Aufklärungsflugzeug. Das bedeutet, wir haben nur die Möglichkeit, ein Aufklärungsflugzeug einzubauen. Wir haben Radar mit dabei in einem Schlachtkreuzer. Nicht so unüblich. Man könnte jetzt sagen, wir nehmen die Alaska mit rein, ist aber ein Big Cruiser. Ne? Aber es hat kein richtiges Schlachtschiff. Hätten übrigens die Russen mal haben sollen, Schlachtschiffe mit Radar. Mega geil. Die Missouri haben wir auch noch bei den Amerikanern. Vielleicht bleibt es ja hier. Ortung 10 Kilometer, also von Schiffen, und 30 Sekunden Dauer, das ist groß, das könnte vielleicht noch nachträglich einmal angepackt werden, vielleicht aber auch nicht. Man kann halt einmal schießen, man macht aber nicht für sich die Kreuzer oder die DDs auf, die im Nebel stehen, sondern für das eigene Team. Wir haben hier eine ganz normale Reparaturmannschaft, nämlich 0,5% der Gesamttrefferpunkte. Die Einbauten hier, ich glaube, Tarnsystemmodifikation dürfte klar sein. Hier ist es wie immer Geschmackssache. Man könnte Steuergetriebe-Modifikationen minus 20% einsetzen. Ich bin halt komplett auf Schadensvermeidung oder Reduzierung. Feuerreichweite der Hauptbatterie. Es gibt leider auf der Stufe keine Möglichkeit, die Hauptartillerie abzukürzen. Die Nachladezeit, sondern nur Sekundärmodifikation oder Hauptbatterie-Turmumdrehung und Torpedowerfer-Modifikation für mich relativ irrelevant. Man könnte das Überwachungsradar hier tatsächlich plus 20%, also plus 6 Sekunden machen, aber ist ein Schlachtschiff. Ich nehme dann hier die minus 5% mit. Aber wie gesagt, das ist alles ist hier variabel. Auch die Aufklärungsflugzeugsmodifikation ist eine brauchbare Modifikation, wenn man viel mit dem Aufklärungsflugzeug arbeitet. Allerdings mit der höheren Reichweite von 20,2 erreiche ich fast jedes Ziel ohne das Flugzeug. Und für die wenigen Male, wo ich es gebrauchen kann, habe ich es dabei. Dementsprechend brauche ich nicht noch 30 Sekunden längere Aufklärungsflugzeug in der Luft. Aber wie schon mehrfach erwähnt, ist das eine persönliche Art und Weise der Skillung. Ich zeige euch jetzt wie immer ein Gefecht, wo ich finde, dass ziemlich viel zu sehen ist, was das Schiff kann. Und ab da wird es subjektiv. Noch einmal zu Beginn. Alles, was ich jetzt sage, fußt auf meinen persönlichen Erfahrungen. Jemand anderes kann natürlich andere Erfahrungen mit dem Schiff machen, das ist ganz klar. Und ich bin vielleicht nicht der beste Schlachtschifffahrer. Das müsst ihr auch immer im Auge behalten. Anderer Spielstil, andere Erfahrung. Ich bin eher Kreuzer und TD.
Liebhaber, könnte man sagen. Deswegen fahre ich meine Schlachtschiffe entweder viel zu aggressiv oder viel zu pussyhaft. Nichtsdestotrotz bin von der Constellation positiv überrascht. Das hört sich kurios an. Vor allem, weil mir persönlich das Aussehen des Dinges überhaupt nicht gefällt. Wir haben hier ein Schiff, das viel zu weit aus dem Wasser ragt. Es kommt einem so vor, als wäre es ein Abklatsch der fetten Schlachtschifflinie, vom Aussehen her nur an den hinten und vorne ein bisschen länger gezogen. Aber es sieht halt nach nicht viel aus. Aber es fühlt sich nach viel an. Das Schiff hat was. Gehen wir Stück für Stück. Die Geschütze. 4x2, 4,6 mm. Das hat so ein leichtes Ohio-Feeling und man denkt sich, oh Gott. Ah, das Ding wird halt nichts treffen. Aber 202 Meter Streuung auf 20 Kilometer ist echt gut. Das ist echt gut, da andere Schlachtschiffe haben 60 Meter mehr Streuung, teilweise auf dieselbe Entfernung. Oder, na gut, vielleicht nicht. Ich treffe damit echt gut. Das ist relativ selten, wenn ihr meine Streams oder meine Videos verfolgt und wenn sie euch gefallen und euch auch dieses Video gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abonnement und ihr könnt diesen Kanal auch weiterempfehlen, wenn ihr Lust dazu habt. Naja, konzentrieren wir uns auf das Gefecht. Ich bin tatsächlich von den Geschützen positiv überrascht. 30 Sekunden Nachladezeit für 4x2, 4,6 dünkt zuerst ein bisschen viel, aber es ist vollkommen ausreichend. Man macht den Schaden. Natürlich, immer je länger das Gefecht geht, desto besser ist es. Jedes Schiff profitiert von einem längeren Gefecht, wenn man nicht direkt zu Beginn rausgeht. Man hat einfach je mehr Zeit, je mehr Möglichkeit Schaden zu machen, wenn man sich ein bisschen geschickter positioniert. Die Gegebenheiten auf bestimmten Karten sind natürlich nicht so angenehm, das kommt dazu, aber Feinde wie hier diese Ibuki ist angenehmer, weil es nicht so aussieht, als würde sie den Kurs wechseln, auch wenn sie die Möglichkeit dazu hätte. Ist für mich gut, ist fürs Gegnerteam schlecht und die Genauigkeit reicht aus. Für, ja, man sieht's, Zitadellen, schöner Schaden, 4 Salben, 40.000, man kann zufrieden sein. Übrigens, das ist tatsächlich, was den Schaden betrifft, ein besseres Gefecht, ein herausragenderes Gefecht für meine Constellation hier. Ich glaube, das ist auch das Einzige, das angezeigt wird in den Stats dann schlussendlich. Bin sie vorher auch ein bisschen gefahren. Bin da, ja, je nach Lage, angenehmer und negativer überrascht worden. Aber in Summe ein Schiff, das überraschenderweise tatsächlich Spaß macht. Es macht Spaß in der Flexibilität des Einsatzes. Man könnte jetzt meinen, gut, übrigens Flexibilität des Einsatzes, Radar für die Z23, damit die Friedrich Schulz im Smoke drauf schießen kann, weil eigentlich nichts da ist, was sie aufmacht und sie smoked, in der Hoffnung, dass da was passiert. Wie schon erwähnt, für das Team Radar, markiere sie dann auch mal, dass die da drauf schießen. Hier wären jetzt zum Beispiel die plus 6 Sekunden für die plus 20% für das Modul zum Einbauen praktikabel gewesen. Das kompensiert tatsächlich die Aufdeckung, die Aufdeckungsverzögerung von genau 6 Sekunden gleich zu Beginn. Sollte man vielleicht nicht unerwähnt lassen. Allerdings, das Team hatte 24 Sekunden Zeit drauf zu schießen. Die restlichen 6 Sekunden hätten ja keinen großen Unterschied gemacht. Wenn das Team nicht will, dann will es halt einfach nicht. Vielleicht hätte ich ein bisschen abwarten sollen. Ich habe für die Richelieu quasi das Radar gezogen und für die Schulz, dass sie darauf schießen kann, für die Richelieu, damit sie weiß, da kommen Torpedos. Ja, war vielleicht ein kleines bisschen zu kurz gedacht von mir. Wir sind flexibel. Flexibel gegen Idee. Geil in Kombination mit Kreuzern, die kein eigenes Radar haben, als Schlachtschiff mit Radar auf Stufe 8. Wir sind flexibel, was die Anti-Air betrifft. Ein Schlachtschiff, was man, wenn ich sagen, empfehlen kann, mitzunehmen, wenn ein CV im Spiel ist. Ist hier nicht so. Wollte aber einmal anmerken, wir spielen hier im 9er und im 10er Gefecht als 8er Schiff. Das ist mir nicht immer, aber oft wichtig aufzuzeigen, schau doch einmal, was für eine brutale Salve das war, wie eng alles zusammen war, ist mir aber wichtig aufzuzeigen, damit Spieler, die Interesse haben, sich dieses Schiff zu holen, auch sehen, was denn überhaupt Sache ist, wenn man, und das ist in Stufe 8 relativ oft, also nach oben gestuft wird, ob man überhaupt bestehen kann. Für welche Währung das Ding kommt, sehen wir dann am Ende immer im
bei den Endscreens. Ich hoffe, ich erinnere mich daran. Also ist nichts unwichtig, weil auf Stufe 8 oder als Top-Tier kann so gut wie jedes Schiff sehr gut performen. Wie es danach aussieht, ist eine andere Geschichte. Ja, ich bin hier auf der Seite alleine und kämpfe gegen zwei, deswegen begebe ich mich ein bisschen auf den Rückzug und ich weiß auch, man müsste in die Mitte fahren. Unser Team ist irgendwie ein bisschen kurios aufgestellt, aber es hilft halt alles nichts. Wir müssen schauen, dass wir alle unsere Rollen erfüllen. Wir sollten nicht die Flanke verlieren auf der rechten Seite, aber ich kann nicht alles machen. Ich muss hier bleiben, damit wir nicht die ganze linke Flanke verlieren. Aber ich muss auch rein, naja, um dort zu helfen, wie es aussieht. Weil Rohan und Friedrich der Große sollten das eigentlich gut aushalten können oder gut arbeiten. Naja, kommen wir zum nächsten. Die Torpedos. Die Zweitbewaffnung könnte man es fast nennen, denn die Sekundärartillerie kann man fast nicht als bewaffnungsrelevant wahrnehmen. Wir haben zwar schon drei Treffer, aber sind halt meistens eher Glückstreffer. Die Torpedos sind mit 55 Knoten auch eher Glückstreffer. Allerdings, wie schon erwähnt, der Radius, in dem sie abwerfbar sind, und das, glaube ich, werden wir später noch sehen, der ist brutal. Also der ist echt gut. Man kann fast nach vorne werfen. Nicht nur gefühlt, sondern auch optisch fast nach vorne werfen. Wir können quasi auf der gesamten Seite, können wir die Torpedos loswerden. Wir sollten hier auch einmal kurz... ich kann leider nicht ranzoomen. Das ist leicht blöd. Wir sehen die Torpedos hier auf der hinteren Seite. Könnt ihr euch vorstellen, das ist wie bei der Graf Spee, falls ihr diese besitzen, also besitzt oder besitzen solltet. Wird eigentlich jeder besitzen, das Schiff. So ähnlich ist auch das hier abzuwerfen. Oder eben wie bei der Odin. Großes Problem allerdings ist, sie sind offen. Wir haben 27 mm hinten und hier wird natürlich auch beschossen. Das bedeutet, diese Torpedowerfer fallen weitaus öfter aus im Nahkampf als die der Tirpitz zum Beispiel, die zumindest geschützt sind. Das darf man nicht vergessen. Aber wir können sie auch früher abwerfen, wie gesagt, 9,2 Kilometer. Das sind Torpedos mit 16.600 Schaden. Es ist immer so, man muss halt treffen. Je später man sie abwirft, desto eher kommen sie ans Ziel. Oder der Gegner jolot einfach irgendwo rein und keine Ahnung, dass die Torpedos unterwegs sind. Dann kommen auch die 55-Knoten-Torpedos an und treffen etwas. Allerdings, wenn man so einen guten Abwurfwinkel hat, kann man schön rein. Kann man schön ins Ziel reinbringen. Reichweite 20,2 Kilometer finde ich komplett ausreichend. Wie gesagt, auch im Stufe 10er kann man durch das gute Concealment mit 12,2 sehr gut arbeiten. Natürlich nicht, wenn man die ganze Zeit vom DD gespottet wird, aber auch dagegen haben wir Radar. Wenn man es schlau macht, dann könnte man seine verbündeten Kreuzer dahingehend unterstützen, das Problem im Late Game nicht aufkommt. Allerdings, wie ihr hier schon seht, verlieren wir ziemlich viel an Schiffen und das in Minute 9. Gut, dass ich übrigens hier auf die rechte Flanke gefahren bin, weil die wird komplett außen vor gelassen und auf der linken Seite, die linke Flanke, wird nicht so stark unter Druck gesetzt. War ein Glücksgriff, sagen wir so viel. Kommen wir jetzt zum wahrscheinlich wichtigsten Punkt für viele, nämlich die Panzerung des Schlachtschiffs. Die 27 mm sind tatsächlich nicht so tragisch, weil wir die 32 mm Torpedoschutz haben, der ziemlich hoch geht. Und er geht ziemlich weit nach vorne. Man könnte fast sagen, Wargaming hat den absichtlich so weit nach vorne gebaut, damit wir theoretisch mit unserer fetten Bauchbinde abprallen lassen können. Und das kann man wirklich gut. Dieses Schiff kann trotz den 27 mm erstaunlich gut Beschuss aushalten, wenn man es schlau anstellt. Gut, die Bismarck jetzt hier ist ein schlechtes Beispiel mit den 380ern. Das ist, die kommen bei den 27 mm nicht durch. Bei der Amagi hingegen muss man aufpassen, dass man da nicht zu viel zeigt. Der Alaska natürlich mit den Heavy AP und den verbesserten Winkeln darf man auch nicht zu viel zeigen. Deswegen, anwinkeln ist Trumpf. Ich winkele jetzt Alaska und Bismarck an. Die Amagi steht hinter der Insel. Ich muss die zuerst wegnehmen, ansonsten schießt sie mir in die Seite und ich bin raus. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht vermag, die Zitadelle zu treffen. Und jetzt kommen wir in Minute 10. Ich bin schon vorher beschossen worden, aber eben nicht ausreichend gut. Oder, wie ich gerne hinweisen möchte, beschossen worden, aber nicht getroffen. Diese 890 Meter Wendekreisradius, die angegeben werden, oder 830 Meter Wendekreisradius, die angegeben werden, das ist ein bisschen weniger als ein Conqueror oder ein Thunderer, die auch sehr schnell drehen. Wäre hier tatsächlich möglich, ne, mit, stört mich ein bisschen, so eine Pen,
Das ist natürlich arschig, aber naja. So, schau doch den Superwinkel hier an. Schau doch den Superwinkel an. Er ist einfach mega gut. Zum Glück hat sie vorher schon geschossen. Einfach nochmal mit dem hinteren Geschützen geschossen. Sicher ist sicher. Peng. Ah, die Winkel sind geil. Und den Torpedos. Die sind halt echt brauchbar. Aber brauchbar ist tatsächlich auch, wie gesagt, die Panzerung. Ist auch mit 27 mm eigentlich super. So, jetzt gegen die Amagi. Aber die überlebt das nicht, Gott sei Dank. Das verlängert mir das Gefecht. 847.000. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, wir haben die 32 mm eigentlich fett nach vorne gezogen und dann darüber haben wir eh eine bessere Panzerung von 57 mm auf der Seite. Nice. Und auf dem Deck auch. Und, das ist jetzt der Knackpunkt, das Schiff fühlt sich an wie eine kleine Ballerina. Für all jene, die, wie gesagt, den Conqueror haben oder den Thunderer, fühlt sich das Spielgefühl familiär an. Wenn man dann noch die minus 20% an Steuer einbaut, dann hätte man 13 Sekunden Steuer, also wenn man das Wende, Wendezeit, wie heißt das Mistding? Ruderstellzeit auf Deutsch. Dankeschön, Gehirn. So. Ah, das ist halt einfach sexy, Doppelzitadelle, ne? Es ist halt schön, wenn man da, wo man hinzielt, auch was trifft. Das ist halt, das ist schon mega sexy. Naja. Jetzt wird noch ein bisschen potenzieller Schaden gefarmt. Ich bin zugegangen, deswegen gingen die Salben hier drüber. Von der Minotaur, weil sie nicht nachjustiert hat. Und leider werden wir dieses Gefecht verlieren, aber wir werden noch sehen, was dieses Schiff dennoch aushalten kann. Aber wir müssen halt, das Problem ist, ich muss rein. Genau das ist das große Manko. Ich muss jetzt rein ins Cap. Ich muss entweder in den zweiten oder in den ersten Ring, je nachdem, welchen die Shimakaze blockiert. Ich hoffe, blockiert den ersten Ring, also das Zentrum, weil ansonsten, ja, es tickt halt hoch, sehr schnell. Ist belastend. So. Man kann Beschuss ausweichen, wenn ich diesen Gedanken mal zu Ende bringen kann. Beispiel wie auch in der Warspite für all jene, die noch keinen Conqueror oder Thunderer haben. So fühlt sich dieses Ding ungefähr an. Es wendet nicht gerade auf einer 1-Dollar-Münze, auf einem Quarter, wie man sagen würde in Amerika. Aber es ist dennoch wendig. Und auf 14, 15 Kilometern kann man tatsächlich auch geschossen aktiv versuchen auszuweichen. Versuchen kann man es immer, man kann ihn aktiv ausweichen, dass nicht alles trifft. Seht ihr, wie sich das Ding schlängelt, links, rechts, ich habe Angst vor Torpedos, links, rechts, Schlängeli-Dengel, es funktioniert. So. Glaub, summa summarum, kann ich mit gutem Gewissen behaupten, dass den allermeisten Schlachtschiffspielern, die gerne ein schnelles, agiles Schiff fahren, Spaß haben mit einer Georgia, könnte auch dieses Schiff Constellation gefallen. Aber nur vom Spielgefühl, nicht von der Spielweise her. Eine Georgia ist von der Spielweise her natürlich komplett anders als die Constellation. Komplett. Wir haben hier nicht den 40 Sekunden Heal, also Nachladezeit, sondern wir haben hier die 80 Sekunden die Ladezeit. Das darf man nicht vergessen. Wir haben hier nun Stufe 8er, wir haben auch nicht 457 mm und wir haben keine gute sekundäre Artillerie. Das muss man immer im Kopf behalten. Jetzt werde ich natürlich hier abgefarmt von der Minotaur und natürlich auch von der Lepanto und dann von allem, was geht. Es ist nicht einfach, aber achte gut darauf, was das Ding aushält. Wie viel potenziellen Schaden wir quasi generieren. Ja, das entscheidende Frage ist natürlich, wenn ich hier nicht nach vorne fahre, wäre jetzt besser gewesen. Ja, ich hätte mich auf die Lepanto konzentrieren müssen. Und die Ibuki quasi laufen lassen. Wollt aber tatsächlich die Ibuki mit Zitadellen rausnehmen. Allerdings war es mir nicht vergönnt, die Ibuki mit Zitadellen rauszunehmen. Sondern ich bekam nur Overpenetrations. Und ich zeige zu viel, sodass hier natürlich die AB, die 203er, gut sind. Wie gesagt, einem versierten Schlachtschifffahrer wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber mir halt eben schon. So ist es. Kommen wir aber jetzt zum Ende des Gefechts. Nämlich zum Endscreen. Wir haben hier 163.226 Schaden bei einer Niederlage bei einem Premium-Schiff für 12.800 Dublonen in seiner kleinsten Form.
12.800 Kronen ist tatsächlich nicht wenig. Für ein Schlachtschiff, für ein Schlachtkreuzer mit, ja, wie es halt so ist bei Schlachtkreuzern, starker 4,6mm Artillerie. Das Schiff macht Spaß. Das Schiff kann durchaus was. Vielleicht bei jemand anderem noch mehr. Wir hätten hier bei einem, das ist ein bisschen anders gelaufen noch, 2,3 gemacht, 2,2. 2250, glaube ich, Basic Speed, was für ein Stufe 10 Gefecht tatsächlich respektabel ist. Ja, man hat immer ein bisschen Glück, man wird nicht immer beschossen, aber auch wenn man beschossen wird, das Ding hält einiges aus. 2238, also 2.238.000 potenziellen Schaden. Zum Ende hin die 1.000.000 noch gemacht, dank dem Beschuss der Minotaur, also die 1.000.000 drauf, ansonsten 1,2 Millionen für 15,32 Minuten bei 98.000 Litern in Schaden. Man muss natürlich immer haushalten, das muss man bei jedem Schlachtschiff. Schwellepunkte 519.000. Ist dieses Schiff wert, es zu kaufen? Ist jetzt immer schwierig. Dieses Schiff ist irgendwo schon etwas Besonderes mit seinem Radar, mit seinen 4x2,4,6mm, mit der ja, relativ agilen Bewegungsfreiheit und der recht guten Geschwindigkeit von über 33 Knoten auf Stufe 8. Interessant. Bin gespannt, was ihr darüber denkt. Wir lesen uns auf jeden Fall in den Kommentaren. Und wie ihr mich kennt, versuche ich, wenn das Video rauskommt, am selben Tag oder am Tag darauf, die meisten Kommentare auch zu beantworten, wenn es denn eine Antwort benötigt oder generell etwas dazu sagen kann. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im Gefecht. Ciao.